Nummer 5. Ein universelles Wachs für Skier und Snowboards, das für alle Schneearten und Temperaturen geeignet ist. Es lässt sich leicht auftragen, gleitet gut und garantiert lang anhaltenden Schutz. Der niedrige Fluorgehalt trägt zur Verringerung der Abreibung bei und verbessert die Kontrolle. Tragen Sie es bei einer Temperatur von 120 Grad Celsius auf. Gewicht: 110 Gramm. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 4. Die Eisentemperatur liegt zwischen 135 und 145 Grad Celsius, während die Schneetemperatur von minus 8 Grad bis minus 20 Grad Celsius reicht. Es wird wegen seiner bemerkenswerten Abriebfestigkeit geschätzt. Es ermöglicht es, Snowboards und Skier für den Wettbewerb zu präparieren. Es hält sich sehr lange. Gewicht: 150 Gramm. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Es handelt sich um ein universelles All-in-One-Produkt, das für einen breiten Temperaturbereich von Schnee zwischen 0 und minus 30 Grad Celsius und Luft geeignet ist. Es enthält kein Fluor. Es ist lang anhaltend und leicht aufzutragen. Es zeichnet sich durch Schweizer Produktionsqualität aus. Gewicht: 120 Gramm. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 2. Ermöglicht ein schnelles, sauberes und einfaches Auftragen, ohne dass ein Wachseisen benötigt wird und ohne dass es zu einer Verschmutzung kommt. Der Puck hat die Größe eines Hockeypucks und wird mit einem Applikator und 15 Gramm Wachs geliefert, genug für 15 oder mehr Anwendungen. Jede Anwendung hält 1 bis 3 Tage. Der Puck kann in der Tasche aufbewahrt werden und ist somit auch auf der Eisbahn bequem einsetzbar. Es kann anstelle des Wachses oder über dem Wachs verwendet werden, um den Temperaturbereich zu erweitern und die Langlebigkeit zu verbessern. Es kann für jede Art von Schnee verwendet werden. Je feuchter, desto besser. Ungiftig, rauchfrei, enthält kein Silikon. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1. Es ist ein universelles Wachs für den Amateurbereich, ideal für Jugendrennen, Training und Pflege von Skiern und Snowboards. Die Gebrauchstemperatur liegt zwischen minus 8 und 15 Grad Celsius, während die Temperatur des Wachseisens 100 Grad Celsius beträgt. Es ist auch mit großen Händen leicht zu handhaben. Hauptmerkmale: Es ist für den Amateurbereich geeignet. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden.